Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included zum Erfolge Farmen. Ja, wie angekündigt, habe ich ein bisschen Zeit vergehen lassen. Das Material für die Diamantpresse, also das Stahl, ist angekommen. Wir können jetzt hier nochmal die Einstellungen aus der hier reinkopieren, sodass wir die nutzen können. Dann müssen wir hier noch ein bisschen was eben wieder zerlegen und dann können wir hier den erneuten Startschuss geben und ich hoffe, diesmal sieht es dann hier ein bisschen besser aus. Außerdem erfolgt hier gerade die Betankung, also zumindest theoretisch. Wir können ans Petroleum ran. Okay, praktisch passiert es hier jetzt auch gerade. Ja. Lassen wir die Gute noch ein bisschen tanken. Ja, spannend finde ich eigentlich gerade die Geschichte hier. So, jetzt müssen wir den hier noch zerlegen. Dankeschön, genauso hatte ich mir das vorgestellt. So, jetzt beobachten wir das Ganze nochmal. Aber ich bin guter Dinge. Achso, ich habe übrigens das hier hochgestellt auf 250 Teilchenblitze, dass die nicht ganz so häufig abschießen, wobei es eigentlich nicht wirklich einen Unterschied macht. Ne? Also, dass es einem länger vorkommt, bis die mal auf. Na komm, ich stelle hier mal den ersten auf 50. Das funktioniert wie erwartet. Dann lassen wir den jetzt mal weiter sammeln. Dann können wir hier gleich produzieren. Schön, schön, schön. Die Menge an Diamant steigt. Okay, den Rest, den wir hier haben, lassen wir dann mal da. Weiterfliegen lassen. Ach so, wir haben noch gar nicht den Sauerstoff komplett geleert. Ach so, aber eigentlich machen wir das bei dieser Rakete auch gar nicht. Deswegen ist es in Ordnung. Wenn wir sie trotzdem starten lassen. Hier fliegt uns nichts mehr um die Ohren. Das hat auch alles gehalten. Wobei noch wird's heißer. Aber so heiß wird es nicht werden. Hoffe ich. Okay, da ist jetzt ein bisschen Petroleum ausgegast, Sauergas. Ups. Zerlegen wir mal den. Mei, wie heiß das hier wird, ne? Es kann losgehen hier. Liebe Leute. Gerne ran und machbar. Ah, jetzt, oder? Okay, sind wir schon bei 2000. Aber jetzt, okay.
Wir produzieren jetzt so schnell hier Teilchenblitze. Wenn da was verschütt geht, geht da was verschütt. Nach wie vor hier nichts in Aussicht. Wie schaut's aus? Die hier ist schon wieder unterwegs. Da hatten wir genügend Diamanten für. Ja. Ich würde sie bei 900 losschicken, aber 758 ist halt... Da fehlt immer noch ein bisschen. Ist hier was? Nein. Ah. Okay, gutes Timing. Da kommt gerade eine Rakete. Vielleicht. Ach, Conny hat eh noch einen Schutzanzug an, okay. Aber wir können auf dem Podest das Ding noch entfernen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir gleich den Erfolg ergattern können. Ich behalte es mal im Ziel, sodass wir sehen können, wenn da was kommt. Mehrere Stellen, an denen es gerade spannend ist. Also, zumindest ein bisschen. Was ist hier gerade passiert? Jetzt muss ich doch das Ziel mal wechseln. Okay, das Chlor ist nicht flüssig geblieben. Isolierung, dafür brauchen wir Isoresin. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Können wir das aus irgendwas gewinnen? Nee. Ich denke auch, das hätten wir uns irgendwo noch... jetzt ist ein Honigglas da. Schauen wir uns doch mal eben an, ob das etwas ist, was wir schon haben. Was können wir auch hier sehen, ne? Honigglas. Jetzt ist nur die Frage, ob das schon von einem Planeten kam oder ob das... ein Weltraum Honigglas war. Gleich sind wir schlauer. Joko. Können gerade noch Wetten eingehen, ob das, ob da noch eine Pause dazwischen kommt. Ich würde spontan sagen, ja. Aber schauen wir doch mal. Okay, das war der Erfolg nicht. Dann ist es hoffentlich gleich der seltsame Ziegel, sonst... ja. Wird sich das schwierig gestalten. Warum gibt's? Oh, das haben wir gerade schon mal gehabt. Da musste ich hier alles auffrischen. Das machen wir jetzt noch mal, weil das natürlich Mist, ne?
glaube, das beschleunigt das alles jetzt ein bisschen. Nichtsdestotrotz kann ich euch gerade nicht so ganz viel spannen. Ah, ich glaube, das war das 10. Artefakt Imperativ erreicht. Kosmische Archäologie. Oh. Yoko freut sich. Yoko wird wahrscheinlich das letzte Artefakt auch wieder untersucht haben. Hey. Oh, das sieht ja cool aus. Haken dran. Juhu! Bei der Erforschung dieser Ecke des Universums haben wir eine Sammlung von Artefakten einer anderen Zivilisation gefunden und zusammengestellt. Das Studium dieser Artefakte kann uns ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wer wir sind und woher wir kommen. Nur wenn wir etwas über die Vergangenheit lernen, können wir eine bessere Zukunft aufbauen, in der wir aus den Fehlern unserer Vorgänger lernen. Wie weise. Okay, erledigt. Haken dran. Jetzt haben wir noch zwei. Aber schön. Freut mich, dass wir das haben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann euch gerade nicht viel zeigen. So viel dazu. Aber, oder hatte ich, glaube ich, sogar gesagt. Ja, wir sind dann jetzt quasi an dem Moment, Mensch, angekommen, wo ich große Teile oder noch größere Teile euch nicht zeigen werde. Ich hoffe, dass ich den Moment drauf habe oder ich werde die Aufnahme starten, wenn ich das mitbekomme, dass wir hier was finden. Garantieren kann ich es nicht. Ja. Vielleicht können wir diese hier jetzt auch umbauen mit einem Bohrkopf, wobei ich glaube, das bringt nichts, weil das Bremsende hieran wird nicht mangelnde Raketen sein, sondern die Diamantproduktion. Falls sich daran was ändern sollte, würde ich das natürlich noch machen, dass wir die Rakete auch umbauen, aber da gehe ich mal nicht von aus. Weil wenn man die hier zum Beispiel nimmt, die wird schon bald wieder, na, die hat schon wieder über die Hälfte der Diamanten verbraucht. Die hat nur einen kurzen Flugweg jeweils. Nee, nee. Wie viel fehlt uns noch? Haben wir schon die... Ne, die 600 werden wir noch nicht haben. Oh mein Gott. Ja, okay. Schauen wir mal, wie viel Zeit dafür noch vergehen muss. Ne? Also, bis gleich. Na, da habe ich mir doch gerade überlegt, ich gönne den armen Duplikanten während der langen Wartezeit hier doch mal ein paar Bleianzüge, baue das Ganze hier gerade um. Und was passiert? Wir bekommen Balsamlilien. Samen einer nicht identifizierten Unterart. Ja, so viel dazu. Und außerdem haben wir hier jetzt gerade Ricardo Blanco eingesperrt, weil der hat sich da noch schnell durchgeschlichen, während ich das hier dicht gemacht habe, weil ich es schnell hier umbauen wollte. Und genau dann kommt dieser Samen da raus. Ne? Was soll man machen? Zerlegen wir hier nochmal schnell. So, dann können wir hier erstmal für alle die Tür öffnen. Weil wir haben ja jetzt, was wir brauchen. Außerdem können wir die hier alle ausbuddeln. Bleichstein raus. Den können wir dann auch gleich damit reinpacken. So, das machen wir mal wieder dicht. Allerdings diesmal hoffentlich so, dass niemand sich da gerade drin rumtreibt, aber...
Samenanalyse abgeschlossen. Das war eine Balsamlilie. Jetzt fehlt nur noch Gasgras. So, Conny baut das jetzt bestimmt dicht hier. Perfekt. So, jetzt können wir einmal das hier zerlegen. Dann kann nämlich ein Teil des Wassers da reinlaufen. Das wird dann wahrscheinlich auch reichen. Das kann weg, das kann weg. Was hat denn gelbe Ente jetzt da noch gemacht? Das reicht hier auf jeden Fall. Mit dem Wasser, was von da oben rauskam, das können wir jetzt trennen. Bleianzug. Kontrollstelle. Ich nehme euch jetzt mal eben kurz hier mit, während wir den Rest hier fertig bauen. Stromkabel. So. Und so. Sauerstoffleitung hatten wir schon gebaut. Da können wir jetzt auch den Teil rausnehmen. Die 5 abreißen. Und gut ist. Ist ein bisschen weniger geworden, was wir noch machen müssen, ne? Nämlich nur noch die Sammelgeschichte. Da sind wir fleißig am Sammeln. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Da werde ich auch gleich nochmal weiter drüber nachdenken, was mich denn eigentlich davon abhält, erstmal hier alles einzusammeln. Also alle Raketen hierher zu schicken. Genauso bin ich gerade beim letzten Mal hingegangen und habe einfach den Tank, wo es CO2 drin ist, das Gas einfach zerlegt und dann wieder aufgebaut. Das geht halt viel schneller, um als drauf zu warten, bis das Ding wieder aufgebaut ist. Ne? So, dann habe ich mit der Rakete hier nochmal Kohle und Magmatit hierher gebracht. Stopp. Weil Kohle war hier absolute Mangelware. Wir konnten nicht mal mehr veredelten Kohlenstoff herstellen. Das passiert jetzt wieder und wir können dann hier an den Diamantpressen weiterarbeiten. Hier seht ihr schon, ne, das ist halt totale Überproduktion. Was aber eher an dem veredelten Kohlenstoff lag, der fehlte. Ich glaube, ansonsten hätte das wohl ganz gut funktionieren können. So. Ist das hier einsatzbereit? Da darf noch eine Leiter dazu. So, man sieht, glaube ich, schon direkt, es hat sich ein bisschen was getan. Und ich hätte zu Beginn dieser Folge, der Anfang dieser Folge, die ihr jetzt gerade hier ja noch seht, habe ich vorgestern angefangen aufzunehmen. Und habe jetzt diesen Teil hier quasi. Also es war 2 Tage Pause vor dieser kurzen Unterbrechung. Ich weiß gar nicht, ob man wird sie sicherlich gesehen haben. Geht es jetzt hier weiter und wir haben sehr, sehr große Fortschritte gemacht, sodass dieses Video tatsächlich doch auch schon das letzte wird zum Erfolge farmen. Zum einen sieht man hier, wir haben inzwischen einige Samen gefunden, aber da bislang nur unsere Erntespezialisten hier rein dürfen. Was wir jetzt ändern, wurden die noch nicht untersucht. Das dürfte jetzt gleich dann passieren, dass da jemand angerannt kommt, um die abzuholen. Da sieht man schon, wie die ganzen Samen abgeholt werden.
Es hat sich auch ein bisschen was getan. Ne? Hier wurde freigegraben. Hier ist es jetzt gerade in Arbeit. Das habe ich alles so zwischendurch in der Wartezeit gemacht, während diese ganzen Sachen erledigt wurden. Hier oben wurde bzw. wird auch noch ein bisschen freigelegt. Außerdem habe ich für... Ach, ich habe so viel eigentlich gemacht. Diamanten werden jetzt hier oben abgeliefert. Ihr seht auch, wir haben 4,4 Tonnen gerade in Reserve, obwohl alle unsere Sammelraketen aufgefüllt sind. Hier auf Toxoni. Die Rakete hat inzwischen auch ordentlich gesammelt. Und ja, ich wollte eigentlich dabei sein, wo wir den letzten Samen hier untersuchen. Das müsste ja eigentlich gleich mal losgehen, ne? Die anderen Samenlagerbehälter stellen wir mal auf 8. Ja, ihr seht, Zyklus 1100, also klar ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, aber ich hätte gedacht, wir brauchen für all das, was wir noch machen müssen, deutlich länger. Aber wenn ich euch jetzt hier mal eben zeige, dass wir inzwischen, gut, dass da nur noch einer fehlt, wussten wir ja, den haben wir jetzt, kriegen wir auch gleich. Aber wir haben auch schon 984 Tonnen abgebaut, also das habe ich alles jetzt gemacht innerhalb der letzten knapp 100 Zyklen. Ich weiß nicht mehr, wo genau die Unterbrechung war, ehrlich gesagt. Aber das Ganze bedeutet natürlich, dass wir dann morgen mit dem neuen Let's Play starten können. Noch immer werde ich euch nichts dazu verraten. Da müsste schon noch... Ah, da ist es passiert. Wir haben den Erfolg freigeschaltet. Gasgras untersucht. Kolonieerfolg errungen. So. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Und jetzt haben wir noch Bergbau am Himmel. Und das können wir eigentlich jetzt auch starten. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ich habe da oben gerade die Ziegelaufträge reingepackt. Ja, eigentlich total überflüssig. Aber ja, schauen wir mal eben auf die Sternkarte, weil wir haben schon ziemlich viel abgegrast. Gott sei Dank füllt sich das immer wieder. Okay, also die eine können wir hier dorthin schicken, nämlich dich. Du fliegst wieder nach da. Die anderen beiden habe ich meistens hierher geschickt. Gerade mal im Schauen. 21,3. Dann würde ich die beiden vielleicht auch aufteilen. Die, die früher losfliegt, fliegt nach da. Und die andere ist inzwischen auch leer. Die fliegt nach da. Gut, jetzt fliegen sie letztendlich doch gleichzeitig. Ups. Und du hier. Ach ne, stopp, da muss ich mal eben erst gucken. Weil ja, da habe ich ja die meiste Zeit hier Sauerstoff abgebaut, aber da ist gerade auch nicht mehr so ganz viel. So dass wir vielleicht besser nach da fliegen. Dafür habe ich auch extra die Frachträume nämlich hier umgebaut. So, du fliegst dahin. Ja, während wir jetzt dann darauf warten, dass die ankommen und alle Sachen erledigen, können wir noch mal kurz schauen, ob ich hier noch irgendwas Spannendes gemacht habe, was ich euch zeigen kann. Aber eigentlich war es relativ unspektakulär. Ich wüsste jetzt gerade nicht so. Die Pumpe hier. Lassen wir mal den Betrieb einstellen, weil wir haben hier jetzt Ethanol mit drin. Das möchte ich eigentlich ungern zu den Pflanzen oder so bringen. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, der Raum hier hat hundertprozentig funktioniert. Das ja, war sehr gut. Den können wir jetzt mal ausschalten. Den brauchen wir nicht mehr. Euch hier ausgraben, weil noch mehr Samen braucht es auch nicht. Auf Toxoni habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Ein bisschen rumgespielt. Eine Sache muss ich ja gleich zeigen, die fand ich nämlich ganz amüsant. Also das hier mit den Diamantpressen, mit den Teilchenblitzgeneratoren funktioniert super. Also wir kriegen hier so schnell immer Teilchenblitze. Das ist phänomenal. Ich habe hier noch integriert ein Transportsystem. Einmal für veredelten Kohlenstoff hierher und für Diamanten da weg. Da seht ihr sie gerade noch, wie sie abtransportiert werden.
nach hierher. Ich hatte es auch mal so eingestellt, dass sie direkt da rangehen, habe aber dann hier einen Förderbehälter dazwischen gesetzt, weil wir die Rakete hier ja auch mit Diamanten versorgen müssen, ne? Und hier wiederum wurde Kohle von hierher geschafft, solange wir welche hatten, heißt das. Hier auf die Brennöfen verteilt und veredelter Kohlenstoff wurde dann eben von hier abtransportiert nach da und nach da. Von hier wurden die Diamanten auch abtransportiert. Ja, was ganz lustig ist, ich habe mir hier den Kohlenstoffdioxid, der hier in gefrorener Form da war, vorgenommen, habe den so ein bisschen aufwärmen lassen. Man sieht auch hier, wie es immer wieder runtertropft oder wie auch. Oh, ist das jetzt alles hier geschmolzen? Das sieht fast so aus. Beziehungsweise ist alles wieder zu Gas geworden. Man sieht hier schon, wie viel CO2 hier ist. Um das loszuwerden, habe ich hier nochmal geöffnet, dass das hier auch. Na, kommt schon. Dass es hier auch abziehen kann, macht es eher schlecht als recht. Im Gegenzug, es zieht hier eher in unseren Wohnbereich rein. Aber der Sache werden wir auch noch her. Und wenn nicht, ist es auch kein Weltuntergang, weil wir sind ja jetzt kurz vorm Ende. Teilweise hatten wir hier gerade 600, 700 Kilogramm. Das hat sich jetzt ein bisschen verteilt. Ich habe auch hier die Tür geöffnet, dass hier viel CO2 ist und unsere Bienchen sich hier mal ein bisschen, ja, entfalten können. Das angereicherte Uran habe ich aus beiden rausgeholt. Oh, und da sehe ich gerade, da müssten wir mal was ausgraben, sonst kann der Bienenstock nicht arbeiten. Und ich mache die Tier hier auch mal wieder auf Auto, dass hier ein bisschen Ruhe wieder einkehren kann. Ja, ne, ihr seht schon, aus 5 Tonnen oder so sind inzwischen 11,7 geworden, weil wir eben hier so ziemlich alles eingesammelt haben. Das noch. So, da können wir noch mal in den Drucker reinschauen. Naja, die ersten beiden sind gleich da. Vielleicht. Ach, Nummer 1 ist sogar jetzt schon da. Nummer 2 noch 0,2 Zyklen. Das wird jetzt recht zügig gleich gehen, dass wir den Rest auch noch schaffen. Ja, dann nutze ich doch mal den Moment, um mich bei euch zu bedanken für die Treue, wie viel und wie gerne ihr hier zugeschaut habt. 984 noch, ja, und jetzt fängt das Graben an. Ich hoffe, dass es ja euch vielleicht auch ein paar Tipps gegeben hat, wie ihr diese Erfolge machen könnt. Sicherlich hat man an manchen Stellen auch gut sehen können, wie man es nicht macht, ne? Das kann man, glaube ich, auch ganz gut so beschreiben. Aber ja, ich hoffe trotzdem, dass es auf jeden Fall ja, unterhaltsam und hilfreich war. Ich habe ja auch viele grundlegende Tipps immer mal eingebaut. Das wird im nächsten Let's Play, denke ich, auch wieder so sein. Zumindest ist das mein Anspruch an mich selbst. Schauen wir mal, wie gut mir das gelingen kann oder wird oder wie auch immer. Ja, ansonsten, ja, Livestream war gestern Abend. Da kann ich jetzt in dem Video nicht mehr darauf hinweisen. Also, ich nehme das jetzt. Ja, wenn ihr das Video seht, dann war der Livestream schon. Ich habe es trotzdem vorher aufgenommen. Gastechnisch hatte ich hier so ein bisschen Probleme. Teilweise, aber das sieht schon wieder deutlich besser aus. Diese hier hatte ich mal vorüber. Die hatte ich gebaut. Ups. Und dann wieder getrennt. Ich schließe jetzt mal wieder an. Die hier ist auch noch getrennt. Die kann aber auch getrennt bleiben, weil da ist, okay, jetzt ein bisschen Erdgas und CO2 gerade, aber das wird ja auch nach hier unten weiter absinken. Genauso wie das hier, das werden wir ja auch noch alles weggepumpt bekommen. Hat sich 988, ja, das geht jetzt recht zügig. Ne? Inzwischen sind ja schon zwei am Abbauen.
Gleich sind es 3 bzw. 4 dann. 0,8, 1,3 Zyklen. Ich würde einfach sagen, da bleiben wir mal live drauf. Im Nachhinein ärgere ich mich ein klein wenig, warum ich nicht alle Erfolge gemacht habe. Weil wenn man sieht, was wir jetzt schon haben und was fehlt, wir können ja einfach mal durchgehen. Die große Flucht. Wir müssen noch auf 2 weiteren Asteroiden Minipod bauen, hätten wir problemlos machen können. Den temporalen Riss öffnen, das wäre auch sicherlich kein Akt geworden. Und einen Duplikanten mit einer Rakete da durchschicken. Pillepalle. Trautes Heim, dafür fehlt uns nur Travaldo di Moral ein bisschen, das kriegen wir bestimmt hin. Und ein Monument bauen. Das ist jetzt auch nicht so ganz schwierig. Kein Ort zum Ausgehen. Ja, traurig, dass ich den noch nicht habe, aber sagt viel über mich. Tierflüsterer, Tiere zähmen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem geworden wäre. Gesimu, weiß ich nicht, wie schwierig das ist, aber ich glaube, auch das hätten wir problemlos machen können. Naturreservate 4 Stück, das würden wir sicherlich jetzt noch hinkriegen, wenn wir es drauf anlegen. Gesimu gezähmt, okay, da gibt es sogar einen extra Erfolg für. Nicht 0 Kelvin, aber ziemlich kalt. Das hätten wir auch hingekriegt, aber das wäre sicherlich eine der größeren Herausforderungen geworden. Ohne Frage. Fleischfresser, da hätte man halt von Anfang an drauf gehen müssen. Genauso wie Locavor, genauso wie Super Erneuerbar. Das sind, glaube ich, die einzigen 3, wo, ja, nicht nur glaube ich, sondern wo man von Anfang an hätte darauf achten müssen, um sie zu machen. Aber wenn man die einmal gemacht hätte, wäre es auch kein Akt mehr gewesen. Mindestens einen Raum von allem bauen. Ein Schlafzimmer fehlt noch. Okay, interessant. Bezwinge die Brut. Auch das haben wir ja schon gemacht. Ist nicht so wirklich schwer. Unbewegliches Eigentum mit der Bunkertür und Meteoriten aufhalten. Automatische Räume mehr als die Duplikanten machen. Ja, auch das ist kein Hexenwerk. Und Jobangemessenheit erledige für 10 Zyklen hintereinander mit jedem Duplikanten in der Kolonie mindestens eine Aufgabe in einem Schutzanzug. Also, ja. Also ihr seht schon, das sind alles Sachen, die kein Hexenwerk gewesen wären, was man hätte machen können. Ich ärgere mich, dass ich es nicht drauf angelegt habe, weil, ja. Na, ja, was soll's. Gut, ja. Es sind inzwischen noch immer nicht alle angekommen. Ah, kann das sein, dass die Zeit gerade nicht weitergelaufen ist, während ich ihn durch die Erfolge durchgegangen bin? Ich hatte vermutet, dass das schon so ist, aber war dann wohl doch nix. Ja, was kann ich euch zeigen? Ich wusste eigentlich nichts Spannendes, nichts Spektakuläres mehr. Ja, trotzdem möchte ich gerne den Moment drin haben, wo wir den Erfolg dann doch erledigt haben. Deswegen bleiben wir jetzt einfach mal live drauf. Tuxen. War hier noch irgendwas anderes, was ich noch gemacht habe? Hier haben wir Überhitzungsschaden und so weiter. Das hat übrigens hervorragend funktioniert. Kernreaktorraum ist auch, gut, der Stream ist jetzt schon gewesen, wenn ihr das seht, aber eins der Themen, was wir vielleicht Freitagabend im Stream im Debug-Modus wieder machen können, dass wir uns da einen Kernreaktorraum gemeinsam vornehmen, was man wie wo am besten machen kann und was nicht. Und ja, ist immer ganz spannend, wenn viele da sind, dann hat man viele verschiedene Informationsquellen. Der eine weiß dies, die andere weiß das. Und ja, im Endeffekt kommen wir da oft zu einem guten Ergebnis. Ich weiß, dass ich das Video noch nicht gemacht habe zum letzten Stream mit dem Innenleben der Raketen. Das kommt aber auf jeden Fall noch. Und dann gibt es auch die Screenshots und die Blueprints. Ist nicht vergessen.
194, okay, jetzt geht's in großen Schritten vorwärts. Und die beiden sind immer noch nicht da. Schauen wir doch nochmal eben Schlafzimmer. Was braucht denn das? Komfortables Bett. Mindestens 4 Felder höher. Warum haben wir denn das nicht gebaut? Haben wir hier noch nicht auf? Oh. Na, das ist natürlich sehr, sehr nachlässig. Das machen wir dann nochmal schnell. Möbel. Können wir hier ein paar komfortable Betten reinbauen. Noch ein wenig Dekor. Da können wir den auch noch eben mitnehmen. War doch alles, ne? Keine Feldbetten, keine industriellen Maschinen. Minimal 4 Felder, höchstens 64. Das sollte ja eigentlich alles passen. So. So. Okay. Der neue Arbeitstag beginnt. Gucken, haben wir erst das Zimmer fertig oder haben wir erst die 1000 Tonnen? Ich tippe auf die 1000 Tonnen erst. Weil gerade passiert hier gar nichts. Jetzt wurde gerade das Material für die Türen gebaut. Okay. Das war jetzt sicherlich der Erfolg für die... Oh, doch nicht. Es ist doch, Bergbau am Himmel ist erledigt. Juhu. Sehr schön. Ich freue mich. Wir haben das geschafft. Ich möchte trotzdem gerne den Erfolg ja auch noch mitnehmen. Es ist noch eine Baracke, weil... Weil noch niemandem das Bett zugewiesen wurde. Ernsthaft? Keine Feldbetten, keine industriellen Maschinen. Ach, Dekorationsgegenstand. Okay. Weil die noch nicht gebaut sind. Dann warten wir da auch noch. Das müssen wir ja jetzt noch eben mitnehmen, oder? Sternkarte, wir können auch unsere Raketen, die eine ist noch nicht mal angekommen, zurückbeordern, weil was sollen die jetzt noch da sammeln? Jetzt ist er auch da. Ups. So, auch du zurück. Woran hapert es jetzt hier gerade mit dem Gold? Ah, ist das vielleicht alles... Ja, alles Gold, was wir hier haben, wird da drin sein, aber nichtsdestotrotz... Oh, jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Na komm, dann. Machen wir es so. Wolfram. Na, und Conny ist derjenige, welche, der dafür sorgt, dass wir auch den Erfolg neu mitnehmen. So, da ist er. Kolonie-Erfolg errungen. You get a room. Oh, tatsächlich hatte ich den Steam-Erfolg dafür auch noch nicht. Ja, mal schauen. Vielleicht machen wir noch ein paar mehr, um zu gucken, ob da noch mehr dabei ist, was mir noch fehlt. Ich weiß es noch nicht. Aber erstmal sind wir jetzt hier am Ende für dieses Let's Play. Nochmals Dankeschön an euch alle für die Treue. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß wie ich dabei. Also macht's gut. Bis bald. Tschüss.